Ja, ich bin ja da. Aber ich will da jetzt gerade nicht hin. Schnellreisestation ist auch... Oh, hier ist auch eine, das ist gut. Hätte ich doch besser die ganze Ecke unten gemacht und dann hier oben. Ja, ich weiß es doch. Und hier ist eine Feder. Ich frage mich echt, wie man alle Federn finden sollte. Ich meine, es ist... Alle Federn, das sind 100 Federn im ganzen Spiel und die sind auch noch meistens eher schlecht sichtbar. Es ist Wahnsinn. Also es ist genauso wie mit den Flaggen in Assassin's Creed 1. Das ist... Das werde ich niemals schaffen und ganz ehrlich, man... Also ich will es auch nicht schaffen, weil ich wüsste auch nicht, was ich davon habe. Ich meine, vielleicht kommt eine richtig geile Waffe bei raus, aber glaube ich eher nicht. Deswegen... Ich glaube eher, dass es mir nichts bringt, außer halt den Wert zu erhöhen, aber naja. Ich denke mal, wir kriegen gerade auch schon genug Geld. Wir haben jetzt 22.000 bis jetzt und wenn wir dann gleich dahin kommen und es sind 33.000 auf dem Konto, dann ist natürlich erstklassig. Na Jungs, merkt ihr nicht, dass ich da gerade was ausraube? 593, sehr schön. Und die haben einfach nichts gecheckt. Sehr gut. Na, ich meine, nicht wirklich gut, aber gut für mich. Ach ja. Ich glaube, es scheint das gleiche Prinzip zu sein wie bei einem anderen Turm auch. Naja, gut. Was soll's. Ach, hier ist eine Feder. Cool. Ja, 10 von 100. Wow. Das ist jetzt allerdings auch eher Federn zurück zu Marias Gemach in der Auditora-Villa bringen. Ja, keine Sorge. Es wird noch gemacht hier. Oder gibt es mit seit oder gibt es dann immer was, wenn man 10 Federn hat? Ich weiß es nicht. Wäre ja natürlich cool, das würde den Anreiz dann bringen, die Federn aufzusuchen, aber das würde ich glaube ich nicht machen. Weil es ist mir dann doch ein bisschen zu viel für ein einziges Let's Play. Das kann man höchstens machen als 3-Stunden-Folge, wenn man nebenbei eine Karte offen hat, wo draufsteht, wo man alle Federn findet oder so. Aber das ist, ne. Beim besten Willen nicht. Auch wenn das Spiel geil ist, aber das ist zu viel. Oh, Leonardo schreit immer noch. Karte schauen, Karte schauen, Karte schauen. Sieht gut aus. So. Gehen wir jetzt mal hier unten hin, zum Aussichtspunkt. Hui. Flip. Und wenn ich mir das Geld geholt habe, glaube ich sogar, dass es mal doch praktischer wäre, wenn ich alle Malereien besuchen würde und mir somit alle Bilder holen würde, die ich mir kaufen kann bis dahin. Weil die Bilder sind dann doch an sich eine gute Einnahmequelle für die Auditore Villa, beziehungsweise generell für Monteriggioni. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Kann man mal machen. Natürlich kann man sich auch die Schatzkarten holen, aber bis man da alle Schätze gefunden hat, boah, ey, ich sag euch, das dauert. Das dauert lange und ich glaube, das Geld werden wir auch nicht unbedingt benötigen. Ja, ja. Ich glaube, ich werde sehr viel Spaß bei Assassin's Creed 3 haben, wenn ich da alle Aussichtspunkte erforschen will. Weil das Gebiet ist da, glaube ich, um einiges größer. Ich bin mir nicht sicher, weil ich es noch gar nicht habe. Aber ich meine, dem wäre so. Wenn dem nicht so ist, bitte berichtet mich. Das wäre gut, danke. Ich sehe auch schon den Aussichtspunkt, den wir da haben. Und schwimmen. Ja, wenigstens kann Ezio schwimmen. Nicht so wie Altair. Damit hatten wir, glaube ich, zwei, dreimal hatten wir damit das Problem. Was heißt zwei, dreimal? Ich erinnere mich gerade wieder an den Hafen, wo wir dann den Typen erwischen sollten und sind 10.000 Mal runtergefallen. Wo ich dann vom Controller weggehen musste, weil der zu ungenau war. Jedenfalls für die PC-Version. War auch nicht schlecht, war lustig. Nicht. Natürlich klettere ich immer an der falschen Seite hoch, ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Schweinerei. Und ich sehe gerade hier auf die Uhr und merke, dass wir jetzt gleich schon eine 3-Stunden-Aufnahme machen. Alter Schwede, was geht? Hui. Alter, Leonardo, ich bin schon längst weg. Gut, wisst ihr was? Wir erlösen Leonardo dann heute auch noch. Ich mache jetzt noch den letzten Aussichtspunkt hier. Dann gehe ich zurück nach Monteriggioni. Hol mir da Geld, kaufe alles und dann retten, was heißt retten? Dann helfen wir noch hier Leonardo, damit er endlich aufhören kann zu schreien und morgen nicht heiser ist.
Weil wenn er so laut schreien kann, dass es unten im Untertitel noch drin ist, dann ist er gut. Da muss ich ja auch irgendwie in Hörweite sein. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit labere, wie blöd, ja, kommt das halt nicht. Also, Plan steht, Plan wird erledigt. Plan heißt, wir machen, glaube ich, fast eine 3,5 Stunden Aufnahme. Plan erfolgreich. Gut, geh schon weiter, geh schon weiter. Ist schon richtig so. Ich hoffe nur, das ist jetzt nicht innerhalb der Stadt. Nee, ist er nicht, zum Glück. Oh, ey. An der letzten Ecke steht hier ein Pferd rum, genau. Ihr, mich auch. Es hätte früher kommen können. Ich habe 400 Meter ohne Pferd zurückgelegt. Wisst ihr, wie lange das dauert? Aber wenigstens hier Geld. So viel Geld, wie wir plündern. Wir sind schon kein Mann des Volkes mehr. Aber 333 ist eine coole Zahl. 333. Was machst du denn da, Ezio? Bitte weise mich in deine Pläne ein. Ich würde diese auch gerne kennen und daran teilhaben. Der letzte hier in Flori. Forli. Entschuldigung. Heißt ja Forli. Gut. Hatten wir den auch. Karte aktualisiert, Karte komplett erforscht. In Ordnung, und dann heißt es, dann gehen wir hier unten hin zu dem Reisepunkt. Reisen mal ein Stückchen und sorgen dann dafür, dass wir ein paar Gemälde bekommen. Beziehungsweise, wenn wir, selbst wenn wir keine Gemälde bekommen, können wir immer noch Ausrüstung kaufen. Je nachdem, wie viel Geld wir halt übrig haben, dann nachher. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, dass wir uns dann erstmal Gemälde kaufen, weil die bringen halt mehr Geld ein. Ich meine, klar, die Waffen auch. Allerdings muss ich sagen, die Waffen bringen uns jetzt halt eher weniger, weil wir können diese ja nicht verwenden. Die Bilder können wir auch nicht verwenden, aber sie bringen mehr Geld, glaube ich. Viele sind auch, glaube ich, von Leonardo selbst gezeichnet. Ich meine, er ist halt Künstler. Erstrangig ist er halt Künstler. Oh. Ups. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Ich glaube, ich laufe die letzten paar Meter lieber. Das Pferd mache ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ups. Das Pferd kann auch viele Leute umrennen, ja. Aber eben nicht zu viele. Ups. Ich kann es mal sagen. Ups. Gut. Gut. Ezio hier drüben, da drüben ist bestimmt, keine Ahnung, 500 Meter weit weg. Da drüben. Ist ein bisschen weit, oder nicht? Leonardo. Wenn er das jetzt gleich auch noch schreit, wenn wir in Monteriggioni sind, dann mein Respekt. Dann aber auf jeden Fall meinen Respekt, weil dann, wenn ich das dann noch höre, dann hat er eine extrem starke Stimme und zwar extrem laut. Ich glaube, das kann kein Mensch toppen. Das kann ja nicht mal eine Bombe toppen. Glaube ich. Obwohl, die kann man schon weit hören. Ja. Ach, naja. Gut. Home, sweet home, würde ich mal behaupten. Ich glaube, wir können mit dem Geld, das wir jetzt haben, können sogar schon hier in Monteriggioni alle Gemälde kaufen. Das Gute ist, wir brauchen auch immer nur einen Händler bzw. einen Künstler besuchen, weil die in einer Stadt immer das Gleiche haben. Dame mit dem Hermelin. Wer ist das hier? Sand Chrysogonus. Okay. Der heilige Franziskus in Ekstase. Idealstadt. Oh. Ja, sieht gut aus. Ihr seht schon, dass die Sachen alle teurer werden. Manche Gemälde kosten sogar echt verdammt viel. Batista und Federico. Zum Beispiel hier alle Gemälde gekauft. Und wie viel Wert gibt es jetzt für uns? Warte, schauen wir mal. Plus 402. Das ist, finde ich, eigentlich echt ordentlich. Das kann man schon mal machen. Jetzt bringen wir erstmal die Federn zurück. Dann, beziehungsweise wir holen uns das Geld, bringen die Federn zurück und gehen nach Florenz. Danach dann in die Toskana und danach wieder nach Forli. Kaufen uns überall die Gemälde,
und können dann in Forli noch Leonardo besuchen und ihn mal fragen, was er denn hat, dass er die ganze Zeit ruft, Ezio hier drüben. 30.000 Florin, oh, ist das schön. Ist das schön. Gut, dass wir alles wirklich so gut ausgebaut haben, weil es ist natürlich viel. Ach genau, wir haben ja noch, ach, wir haben ja sogar noch ein Assassinen-Siegel. Gut, dass wir gerade hier sind. Habe ich ganz vergessen. Haben wir jetzt schon 4 Stück. Brauchen wir nur noch 2. Wow. Oh, 3 Stück. 10 von 100 Federn gesammelt. Ist doch schon mal gut. So. Hier unten wird es wieder von Farben her kälter und dann geht es hier wieder auf alles. So, hier war das, ne? Genau. Yay. Schau. Wow. Wir haben eine Seite schon komplett entriegelt. Das wird doch. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Siegel. Dann haben wir's. Wert plus 25, das ist auch in Ordnung. Nicht die Menge, aber ist immer noch okay. So. Können wir hier nicht auch gucken, wann wir das nächste Geld bekommen? Ich meine, das wäre so. Irgendwie meine ich, müsste das gehen. Die Villa alle 20 Minuten. Ja. Ich habe gedacht, das könnte man irgendwo einsehen. So, Sammlung, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ausrüstung, genau. Waffen 5 von 22. Metallrüstung 1 von 4. Alter IS-Rüstung ist jetzt auch dazu, okay. Ja, Waffen 5 von 22, das können wir natürlich auch alles. Wir müssen uns nicht alle Waffen holen, aber wir können natürlich uns alle Waffen holen. Bis bald, Ezio. Wir können natürlich jetzt auch erstmal alle Waffen kaufen, die wir hier haben, die wir jetzt im Moment im Angebot haben. Eigentlich muss ich sagen, ich bin jetzt eher für Gemälde. Nein, Punkt. Wir machen die Gemälde, so wie ich es gesagt habe. Punkt. Ich gehe jetzt nicht gegen meine Theorien ein, denn das hat mich schon öfters mal den Hals gekostet. Hier. Hat mich um Kopf und Kragen gemacht. Außerdem möchte ich gerade mal wieder was Neues machen. Und zwar möchte ich hier hingehen und meine Kleider wieder... Ach, das war Toskana Grün. Okay. Ich möchte es lieber wieder mal wieder in Assassinen Weiß färben. Das gehört einfach dazu, dass man zwar wieder in Assassin Weiß hat. Besucht mich oft. Die Mode ist eine genau. So. Hab keine Angst. Dann geht's jetzt erstmal nach Florenze, danach nach Toskana. Alte nach Toskana. In die Toskana, nach San Gimignano. Gimignano? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Danach in die Romagna, nach Forni. Westtor. Ich hoffe, wir sind auch richtig unterwegs. Dass ich jetzt so lange aufnehme, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Bogenschützen. Wenn sie auf Dächern nicht die Warnungen der Bogenschützen beachten, greifen diese an. Das haben wir wohl schon oft genug gemerkt, dass diese dann auch wirklich angreifen. Und das ist echt nervig. Aber naja, man kann es ja verstehen. Irgendwie. So, wo ist denn hier der nächste Held? Ach, der ist ja gleich hier. Ist ja wunderbar. Kunsthändler. Einmal Platz machen bitte. Danke sehr. Danke sehr. Ein bisschen mehr rüber. Wo ist der denn? Ach, hier drinnen. Ach Gott. Ach ja, genau. Gemälde. Oh. Ihr seht schon, hier sind manche echt ein bisschen teurer. Francesco dell'Opera. Francesco dell'Opera. Okay. Schlechte Aussprache ist bei mir normal. Porträt eines Musikers. Wow, das kostet nur 20 Florin. Stimmt, ist kein Musikinstrument drauf. Verdammt. Heiliger Johannes der Täufer. Oh, das ist aber auch gut gezeichnet. Ha, wer hätte es gedacht? Verkündigung an Maria. Okay. Natürlich zu der Zeit viele religiöse Motive. Wer hätte es gerade auch gedacht? Passt natürlich dazu. Pallas Athene und der Kentau. Oh.
Kommt aber alles dazu hier. Primavera. Ja, es gibt schon viele Gemälde, muss man sagen. Deswegen ist es auch immer gut, wenn man sich alles kauft. Taufe Christi. Oh. Ja, wie gesagt, viele von den Sachen. Madonna und Kind. Ah. Ob wir wohl auch irgendwann die Mona Lisa kaufen? Für einen recht kleinen Preis. Wer weiß. Ein Vergnügen, Herr. Kommt bald wieder.